Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Beim letzten Mal haben wir endlich den letzten Warp Squid aufgetrieben. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlen, sind 4 kleine Glühwürmchen. Und das, der Angriff von der Spinne. Dann haben wir alles und können uns auf den Weg zu Risky Boots machen, was wir auch garantiert tun werden. Ich weiß noch nicht, ob wir das in diesem Part schaffen, denn die Glühwürmchen wollen erstmal gefunden werden. Und ja, das werden wir jetzt tun. Zwei sollen sogar hier versteckt sein. Ich weiß nur, dass ich den einen hier auf jeden Fall noch nicht habe, denn dafür brauche ich die Harpie und ich bin in dem Wald noch nicht mit der Harpie rumgeflogen. Ob der andere noch hier ist, das weiß ich nicht genau, denn wie gesagt, ich habe mehr Orte, an denen ich welche finden kann, als ich schon noch finden muss. Deswegen gucken wir mal. So, eins haben wir schon. Und das andere habe ich wahrscheinlich schon vorher gesammelt. Denn, ihr erinnert euch, hier in diesem Wald gab es eine Wand, die wir mit dem Elefant zerstören mussten, um weiterzukommen. Und da... Ne, geht da hoch. Und bei dieser Wand bin ich ja das erste Mal verzweifelt. Das war hier. Hier war so ein Block drin. Und dann bin ich hier hochgesprungen und habe das Glühwürmchen, das hier drin war, schon eingesammelt. Okay, da oben müsste nur ein Geist sein. Genau. Wunderbar, dann haben wir alle Glühwürmchen hier. Können wir den Geistergewalt schon mal abschließen. Und wir reisen... Moment, nein, das ist... Ich möchte nach Oasis Town. Denn ich möchte weiter nach links in Richtung des Berges reisen. Ich muss mir nochmal angucken, wo Oasis Town der Tanz ist. Runter hoch, rechts, Bär. Okay. Also ich habe die alle irgendwie mittlerweile mehr oder weniger drin, aber ich komme dann teilweise noch ein bisschen durcheinander. Aber das wird schon... Oh, ich sehe gerade, dann kann ich auch erstmal meine Lebensenergie so ein bisschen auffüllen. Ich habe nur noch so wenig Herzen. 1,5, damit sterbe ich doch im nächsten Gebiet garantiert. Erinnert euch, das ist das mit den komischen, schwarzen Gestalten, die irgendwie schleimig aussehen und aus dem Wasser rausgesprungen kommen. Und, nein, ich will nicht mit dir reden. Ich wollte nur ins Wasser. Geh schon. So. Und dumm. Einmal untertauchen, denn die Haare müssen ja auch sauber werden. Ja. Moment, es wird nicht aufgefüllt, wenn ich untergetaucht bin. Es ist gerade irgendwie zwischendurch, ist es stehen geblieben. Warum auch immer. Naja, was soll's. Unsere Lebensenergie ist voll, das ist die Hauptsache. Und wir gehen jetzt darüber und da finden wir definitiv ein Glühwürmchen, das weiß ich, denn das hatte ich schon mal gesehen auf meinen Reisen. Und wir werden das Spinnentotem finden, also endlich der Angriff für unsere letzte Verwandlung. So, das Glühwürmchen ist genau hier, wunderbar. Jetzt fehlen sogar nur noch 2 Stück. Das ist doch wunderbar. Gerade mal 3 Minuten gespielt und schon haben wir alle Sachen, die wir haben wollen. Mehr oder weniger. Nee, das ist kein Glühwürmchen. Das ist nur eine komische Schweißfliege mit... noch eine. Stirb! Oder auch nicht. Egal. So. Oh, stirb doch einfach. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier hin. Genau. This must be the spider venom. This talisman will allow me to attack in spider form. Auf diesem hübschen Käfer... Guckt euch mal an, wie riesig diese Kellerasse ist. Und da können wir mal eben so drauf laufen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Schlickschreiter aus Morrowind. Aber leider können wir den nicht benutzen, um zu reisen. Wobei, der bestimmt ziemlich cool. Naja, egal. Ich will jetzt einmal sehen, wie der Angriff von der Spinne aussieht. Und ich denke mal, ihr seid da auch sehr gespannt drauf. Ah, das war der richtige Tanz. Wunderbar. Ein Fernkampfangriff. Boah, guckt euch mal, wie ich den spammen kann. Wie geil ist das denn? Oh, cool. Sehr geil. Oh. Ich glaube, einer meiner neuen Lieblingsangriffe. Okay, genug der Spielerei, den können wir gleich noch einsetzen. Ich möchte jetzt erstmal nach Bandit Town und da die letzten Warp Squids abgeben, damit wir uns da auch ohne Probleme hin teleportieren können. Und dann begeben wir uns auf die Suche nach den letzten 2 Glühwürmchen. Genau, und ich fliege echt in alles rein, was auf dem Bildschirm ist. Kein Kommentar. Manu. Egal. Ich bin einfach... Ich hab's heute mit diesen komischen Schmeißfliegen. dich habe ich umwunden. Ich kann die auch angreifen, bloß das ist doof, weil wenn ich mit der Harpie angreife im Flug, kann ich nicht weiter flattern. Was bedeutet, dass ich halt kurzzeitig nach unten fliege und dann ist es schwer, damit zu treffen. Okay, ich benutze den Affen, um da hochzukommen. Oder die Spinne, mal schauen. Ich will jetzt mal den Spinnenangriff ausprobieren.
Und natürlich habe ich jetzt nur noch 3 Herzen, weil klar, vorher hatte ich mehr, aber... Hahaha. schön. Der gefällt mir sehr gut. Muss ich zugeben. Der ist toll. Weil, nicht unbedingt so stark wie die Harpie. Aber da ich den so schön spammen kann und die Gegner nicht an mich rankommen, wenn ich den einsetze, ist der großartig. Also, einer meiner neuen Lieblingsangriffe. Den kann ich bestimmt später auch sehr gut gebrauchen, wenn ich dann gegen Risky Boots antrete. Auch sogar, wenn ich klettere, kann ich den benutzen. Oh, das ist ja geil. Wie schön. Ah, das ist wunderbar. Das ist so schön. Das ist so wundervoll. Ah, guckt euch das an. Hey, du hast mich getroffen. Dafür wirst du sterben. Dafür bist du gestorben. Haha. Ja, das einzige Problem mit der Spinne ist, dass sie sich nur so langsam fortbewegen kann. Ich kann mit ihr ja leider nicht rennen, aber naja, was soll's. Einen Nachteil müssen ja alle Viecher haben. Moment, ist es schon wieder Nacht? Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass Nacht und Tag länger dauern, aber naja, egal. Wir wollen ins Badehaus, wollen wir? Auf jeden Fall. Dann möchte ich auch einmal speichern, damit, wenn ich sterbe, was ich garantiert tun werde, hier wieder anfangen und nicht im Sumpf. Das wäre doof. Und Warp-Squids darf ich nicht vergessen. Das wäre was, wenn ich jetzt hier hinkomme, nur um die Warp-Squids abzugeben und dann vergesse ich es und muss dann wieder hier hinlatschen. Soweit kommt es noch. Nee. So, das machen wir direkt zu Anfang. Oder, naja, was heißt direkt zu Anfang? Das machen wir, bevor wir speichern. So. Und dann haben wir abgegeben, dann haben wir keine mehr. Sagt auf Wiedersehen zu den Warp-Squids, denn wir werden sie nicht mehr wiedersehen. Nicht mehr in diesem Spiel. Vielleicht im nächsten, aber das nächste kann ich leider nicht aufnehmen, weil es Nintendo DSiWare ist und das kriegt man auf dem Emulator nicht gelaufen und ich kann den DS nicht richtig abgreifen. Da fehlt mir die nötige Hardware bzw. Software zu. Also ich glaube, das kann man mit einem DS-Developer-Kit machen. Das kostet dann aber auch 2000 Euro, soweit ich informiert bin. Und das Geld habe ich nicht. Also tut mir leid. Hoch. Ne, runter hoch. B. Links. B. Rechts. Ist ein bisschen komplex, aber naja. Wann will ich mal zu Bandit Town? Ne? Ich meine, ist schön hier. Hier kriege ich den, kann ich mir nochmal angucken. Yeah. Bla bla bla. Wie der Advanced Genie-Tanz aussah, aber ja, genau. Advanced Genies. Aber ansonsten, hier sind jede Menge Monster unterwegs. Monster Kill. Naja. Hallo, also es tut gut, mal wieder bei dir zu speichern und nicht bei irgendwelchen komischen Statuen von dir oder irgendwelchen Hologrammen. Haben die schon Hologramm-Technologie hier in Shantaes Welt? Das wäre was, so wie in Star Wars, ne? Bloß halt in besser. So, ich brauche die Harpie. Ich mag die Spinne, wobei mit der Harpie werde ich doch garantiert sterben, wenn ich da versuche, durch die Stacheln runterzugehen. Deswegen lassen wir das doch wieder. Ich brauche sie gleich, um an Glühwürmchen einfacher ranzukommen, weil jetzt erstmal benutzen wir nur die Spinne. Und wir gehen nochmal zum Eingang von Mudbog, denn da oben müsste irgendwo was sein. Ah, komm her. Aua, komm her. Hallo, warum treffe ich dich nicht? Was soll denn das? Komm her, stirb. Stirb. Haha, friss mein Gift. Ach ja, ich vergaß. Es ist Nacht, sie brauchen länger als sonst. Naja, das Geld sammle ich mal noch ein, denn das kann ich sicher noch gut gebrauchen, wenn ich mich dann mit Heiltränken aufstocken möchte. Ich komme da nicht hoch. Mann, jetzt habe ich wieder das am Hut, dass ich mich die ganze Zeit verwandeln muss. Ja, das ist der einzige nervige Part am Spiel. Ansonsten ist das Spiel großartig, aber das ständige Verwandeln nervt ein bisschen. Das Verwandeln an sich würde ja nicht nerven, aber dass man dann da erstmal die ganzen Tänze immer wieder anwenden muss, das ist ein bisschen doof geregelt. Dann dauert das Verwandeln so lange. So. Einmal hier vorbei. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Wie so Maschinengewehr. Oh, guckt euch das an. Die Engel sind, die Engel, genau. Die Teufel sind sofort tot. Wobei, die sind, glaube ich, sonst auch sofort tot, oder? Komm, stirb. Wobei, ich muss mich beeilen. Solange die Nacht noch da ist, sollte ich das ausnutzen. Das heißt, in eine Harpie verwandeln und dann gucken wir mal. On the right side of... Was? Falscher Tanz. On the right side of Mudbog. Use the monkey and left to the... Oh, ich habe nicht hingeguckt. Ja, na gut. Ich sollte mir echt abgewöhnen, gleichzeitig versuchen zu spielen und meine Notizen zu lesen. Aber jetzt habe ich ja genug Zeit zu lesen. Also, on the right side of Mudbog area, use the monkey and head left to the first wall. Now jump to the wall above you. Und da soll der irgendwo sein. Keine Ahnung, ob ich den schon habe oder nicht. Aber, mir egal. Gucken wir einfach mal.
Ich fürchte nur, dass die Nacht gleich schon wieder vorbei ist. Das wäre ein bisschen unschön. Aber ich gehe nochmal ins Badehaus, denn ich glaube, in der Stadt vergeht keine Zeit. Ich meine zumindest mal, das ausprobiert zu haben. Und ich habe ziemlich lange in der Stadt verbracht. Auch die Geschwindigkeit beschleunigt, dank des Emulators, den ich benutze, geht das ja. Und von daher, die Zeit ist nicht vergangen. Erst als ich aus den Stadttoren raus bin und dann draußen gewartet habe, ging das. Von daher, naja. So. Ich brauche direkt den Affen. Denn, wie gesagt, ihr habt gesehen, warum ich den Affen brauche. Ich könnte mir auch den Piraten nehmen, aber der Pirat ist nicht so schön wie die Spinne. Die Spinne ist schöner. Die spiele ich lieber. So. Das habe ich auch festgestellt. Wenn die Vögel noch nicht gelandet sind, kann ich einfach durch die durchspringen, ohne Schaden zu nehmen. Was halt großartig ist. Ja. So. Ich brauche die Spinne gar nicht. Sagte er und sprang in die Stacheln. So. Ups. So. Hoch hier und... Hier oben oder... Ah, wo soll das sein? Ich glaube, da oben sollte das sein. Dann habe ich die anscheinend auch schon, wie man sehen kann. Oder ich verwandle mich einfach mal in die Harpie und fliege da noch hoch. Ansonsten, hier soll noch ein zweites Glühwürmchen sein, habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Okay, es ist Tag, das ist doof. Oh nein, ich bin schon wieder in der Zeile verrutscht. In the right side of Eagle Wasteland, use the spider and then the monkey. Das heißt, irgendwo hier in der Nähe muss das sein. Ich werde die Harpie benutzen, um hinzugehen. Ah, Vogel. Wie viele... Oh, guckt euch das an. Ein Schlag und selbst der komische Vogel ist tot. Die Harpie ist, glaube ich, echt meine neue Lieblingsverwandlung. Oh, die ist großartig. So wundervoll. Aha, ihr sterbt. Oh, beide auf einmal erwischt. Wunderbar. So gehört sich das. Ich fliege jetzt einfach mal so ein bisschen herum. Ich werde wahrscheinlich gleich die Zeit beschleunigen. Aber ich möchte doch mal gucken, ob ich das finde, wo potenziell das Glühwürmchen versteckt sein könnte. Und dann holen wir uns das, hoffentlich. Okay. Ah, habe ich dich nicht schon getötet? Anscheinend nicht. Das habe ich hole ich nach. So. Erst die Spinne und dann den Affen. Das heißt doch, dass ich wahrscheinlich hier hoch bin. Und dann... Nee, von hier komme ich ja nicht ohne die Harpie hier hoch. Ich kann mich ja nicht an der Wand verwandeln. Das heißt, es muss doch hier hochgehen. Und dann kann ich mit dem Affen darüber springen. Ich glaube nicht, oder? Lasst mich überlegen. Ich bin ein wenig verwirrt. Okay, beschleunigen wir erstmal die Zeit. Eigentlich müssen wir jetzt irgendwie so das Benny Hill Theme einspielen oder so. Aber naja, so geht's auch. Jetzt gucken wir doch mal irgendwo hier vielleicht. Nein. Hier könnte ich mit der Spinne hoch. Aber da ist auch... Da ist es doch. Ja, wunderbar. Dann fehlt uns nur noch ein einziges Glühwürmchen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal in Mount Pointy, das ist das nächste Gebiet, oder im Archer Forest, das hätte ich auch vom Geisterwald aus erreichen können. Aber jetzt bin ich schon mal hier, jetzt fliege ich da einfach hoch. Schneller. Yay, wie ein Hubschrauber. Ja, das habe ich letztens auch schon gemerkt. Ich kann hier hinter das Ende, hinter den Gebietsübergang fallen, was natürlich wunderschön ist. So, in the left side of Mount Pointy, use the monkey or the harpy. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal ganz nach links und bla bla, wie gehabt. Gleich müssen hier die Schrägen kommen, da will ich aufpassen. Und genau, hier. Muss ich aufpassen, dass ich die nicht berühre, dann rutsche ich wieder ganz runter. Da habe ich keine Lust drauf. Ich muss hier außerdem auf die ganzen Eiszapfen aufpassen, die... Ja, genau, das meinte ich. Nein. Oh, das ist doch... Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich kann auch leider nicht ganz nach oben fliegen, dann einfach am oberen Rand entlang fliegen, weil hier die blöden Eiszapfen überall sind. Und die bringen mich ja sofort um, falls ihr euch daran erinnert. Und das ist nicht so toll. Weil dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ich habe keine Lust zu stehen. Ja, genau, da oben sind welche. Wenn ich die berühre, heißt es aus für Chantae. Jetzt überlege ich gerade, ob ich erst hier in Mount Pointy gucken soll. Okay, vergessen wir das. Auf jeden Fall irgendwo hier rechts. Ich gucke jetzt erstmal hier. Irgendwo hier rechts soll im Archer Forest noch ein Glühwürmchen sein auf einer Plattform. Aber, wahrscheinlich nicht hier. Ich gucke mir erstmal bei Mount Pointy das an. Irgendwo hier auf der linken Seite von Mount Pointy. Wobei, das habe ich doch schon, oder?
Das ist doch da, wo ich runtergerutscht bin nach dem Dungeon. Dann bin ich da hochgeklettert, habe das Glühwürmchen eingesammelt, aber ich kam nicht mehr ganz nach oben zum Dungeon. Dann muss ich den ganzen Weg doch nochmal gehen. Ah, Moment, das möchte ich auskundschaften. Gucken wir einmal. Da ist es doch! Jawohl! Ich hatte recht, das letzte Glühwürmchen. Ich habe alle Glühwürmchen. Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. 12 Glühwürmchen. Jawohl! Alle Totems. Alle Warpsquids. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Tag einmal erleben werde, aber ich habe alle Items. Yay! Oh, es ist so schön. Okay. Dann wollen wir hier gar nicht mehr so lange verweilen, sondern ich gehe jetzt einmal nach Watertown und dann bringe ich die Glühwürmchen ab und hole mir den letzten Tanz, den ihr da unten links seht. Und ich bin sehr gespannt, was er tut. Runter, hoch, rechts, links, ja, genau. Und danach werden wir nach Scuttletown gehen und speichern. Und dann widme ich den ganzen nächsten Part, das war der falsche Tanz, dann widme ich den ganzen nächsten Part dem Finale, das hoffentlich grandios wird und nicht so enttäuschend wie die ganzen Bossgegner in den Dungeons, denn die waren ja echt lahm. Irgendwie ist der Sound kaputt gegangen, aber naja, wir sind angekommen, das ist die Hauptsache und alles funktioniert noch, scheint zumindest zu funktionieren, von daher soll mir das jetzt egal sein. Firefly Shrine. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Was steht denn hier drauf? Hey, I've got enough fire. Hey, ich habe genug Glühwürmchen, um diese Runen zu erhellen. Runter, hoch, A. Okay. Probieren wir das mal aus. Wow, ich kann diesen Tanz benutzen, um 10 Edelsteine für jedes leere Herz auszutauschen, das aufgefüllt werden muss. Oh, sehr schön. Oh, das ist aber praktisch. Das ist verdammt praktisch. Ich kann also 10 Edelsteine bezahlen für jedes Herz, das ich auffüllen möchte. Das heißt, wenn ich die auffüllen wollte, dann würde ich wahrscheinlich 40 Edelsteine bezahlen und dann hätte ich volles Leben. Das ist ein bisschen teuer, oder? Dann würde ich ja für 100 Edelsteine für mein gesamtes Leben bezahlen. Ich glaube, das investiere ich lieber in Heiltränke. Hui. Oh, was? Nein, ich wollte nicht... Oh, Shandai, das will ich nicht. Geh weg. Ich wollte eigentlich den Hair-Whirl machen. Hui. Nochmal. Wisst ihr was, Leute? Dann... du Blöde. Dann werde ich jetzt hier in Watertown abspeichern und mir offscreen nochmal ein paar Edelsteine in Oasis Town sammeln. Und wenn ich die dann habe, hole ich mir einfach noch ein paar Heiltränke aus der Zombie-Karawane, denn das ist ehrlich gesagt günstiger als der Tanz. Wobei, den Tanz möchte ich einmal ausprobieren. Mache ich gleich. Dumm-di-dumm-di-dumm, Tanz wurde gespeichert, ja genau. Wie ist der? Moment, runter, hoch, A war das, wenn ich mich richtig erinnere? Runter, hoch, A, genau. Das ist einfach günstiger, mir Heiltränke zu holen, als mein Leben im Tanz aufzufüllen, der sowieso dann unterbrochen werden kann. Also, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach, das war die falsche. Ich habe B gedrückt statt A. Verdammt, nochmal. So. Whee! Toll. Ich habe mein Leben aufgefüllt. Ja. Aber Heiltrank zu benutzen, wie gesagt, günstiger und ich kann nicht dabei unterbrochen werden. Von daher werde ich das wahrscheinlich machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Scuttletown wieder. Ciao!